Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnodden zu einem neuen Part, zu einer neuen Aufnahme. Summer in Mara, mit dem Zwergenfürst. Ja, jetzt wo es wirklich langsam Richtung Finale geht, wir haben jetzt hier schon die Piratenrennen gemacht und hacken hier schon Pläne aus, die dann Richtung Elite-Zerstörung geht, haben wir hier nochmal eine kleine Zwischendurch-Mission gekriegt. Es war zwischendurch nochmal ein bisschen Güter für die ein paar Opfergaben anbauen und so weiter. Das wird auch in diesem Part wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren, weil manche Schreine brauchen Karotten, manche brauchen. Ja, wir haben jetzt nur Salat erstmal für den ersten Schrein gemacht. Ja, ich gehe trotzdem erstmal nochmal schlafen und vielleicht den Rest auch noch abernten können. Ja, ist eine gute Zeit, um auch mal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen zurückzufahren und sich so ein bisschen bewusst zu werden. Also ich steuere direkt auf das Ende des Spiels, auf die Credits, auf das Finale zu. Und ja, irgendwie will man schon. Irgendwie ist man dann schon in Finalstimmung und will es dann jetzt auch bald mal das epische Finale sehen. Andererseits sieht man jetzt auch langsam so, wird man so ein bisschen. Ich werde so langsam auch ein bisschen demütig und sehe dann so, okay. Ja, die Reise geht zu Ende. Es geht langsam zu Ende. Es ist vielleicht bald schon sehr vorbei. Ist sehr bald sogar schon vorbei. Wir haben noch nicht mal den Stall hier gebaut. Aber gut, die Insel haben wir ja hier sowieso vernachlässigt. Wir haben uns ja wirklich in diesem Summer Mara Let's Play wirklich auf das Notwendigste konzentriert und haben jetzt wirklich versucht, die Hauptquest so gut wie möglich nachzurennen und jetzt hier weniger Bauwerke auf der Insel gebaut und so weiter. Die Heimatinsel haben wir wirklich größtenteils vernachlässigt. Nur wenn wir es halt für irgendwelche Quests brauchten. Also ich habe nichts irgendwie nur Spaß gemacht. Oh, okay, die Mauer, die habe ich auch Spaß gebaut. Die Mauer, die habe ich da auf der Insel Spaß habe aufgebaut. Aber ansonsten, so aus Verschönerungssinn und so weiter, die Kühltruhe und den ganzen, die Windmühle, das haben wir alles für eine Quest gebraucht, um weiter voranzukommen. Also ich habe da irgendwie nie wirklich gesagt, jetzt machst du mal eine Folge, um einfach mal anzubauen, um einfach mal, machst du einfach mal 2-3 Stunden Feldbau. Was das Spiel schon hergeben würde, wenn man es denn will. Ja, ich hab's dann. Ich bin halt ein Story-Spieler. Ich brauche halt. Mit wem wollen wir jetzt. Achso, zur Quelle wollen wir. Es ist halt schon irgendwie. Ja, ich brauche halt Story. Ich bin halt der typische Pokémon-Let's Player. Also ich brauch Pokémon eigentlich prinzipiell, wo du halt schon in gewisser Weise von Story zu Story geschubst wirst. Ich meine, Pokémon Sonne war jetzt auch ein bisschen zu too much für mich. Die siebte Generation, wo du wirklich nur geschubst wurdest und nichts selbst machen durftest. Blue, ich glaube, das hast du nichts Seltsames bemerkt. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich träume oder wach bin. Es sind die Naturgeister von Mara. Sie verlangten nach einer Anwesenheit. Nach deiner Anwesenheit. Du bist jetzt bereit. Wofür? Dein Schicksal in Mara zu akzeptieren. Deine Zeit als Wächterin kommt bald. Nicht wahr, mein Freund? Du meine Güte. Er ist einer von ihnen. Ja, er ist sehr scheu. Er begleitet mich seit einiger Zeit. Sie haben auch Flausen im Kopf. Sie mischen überall in Mara mit, mal hier, mal dort. Was kann ich für sie tun? Sei einfach du selbst. Du bist stark, Kor. Du bist die Nachfahren einer wahren Wächterin. Das bin ich.
Danke, Blue. Ja, das werde ich ihr sagen. Er möchte, dass du beim nächsten Mal Süßigkeiten mitbringst. Da kann er sich drauf verlassen. Und rede mit Saemi. Die Naturgeister wissen alles, hm? Ah, okay, hat das dann noch nicht solche Ausmaße. Ich dachte, wir müssen jetzt noch alle Inseln abkappern und da jetzt Karotten hinbringen, dort. Ja, Rüben und so weiter, was die halt alles wollen. Ah, dann geht's jetzt gleich weiter. Alles klar. Wäre auch nicht schlimm gewesen für mich. So ein bisschen jetzt so kurz vorm Finale, bevor es jetzt zu den Piraten und zum Elitenkampf geht und so weiter. Das ist. Elitenkampf ist ein gutes Wort. Passt. Elitkampf. Das sind ja irgendwie die Elites. Ob das jetzt mit Elite so viel zu tun hat, weiß ich nicht, aber ja. Wie gesagt, ich brauche halt lineare Geschichten, also zu lineare darf es auch nicht sein. Also Saman Mara gefällt mir so ziemlich, also ich, da gefällt mir dran, dass ich das halt, dass da halt, du kannst auch die, direkt die Story ganz sofort mit, des, wie ich es gemacht habe, einfach dir die Nebenquests gut sein lassen und die, soweit es geht, liegen lassen. Aber du kannst auch deine Insel verschönern und einfach stundenlang dort festhängen und einfach deine Insel verschönern, die Rezepte, die du kriegst, bauen dann deine, wir haben da einiges an Rezepten gekriegt, was wir nicht aufgebaut haben. Du kannst dann noch, da kannst du deine Insel größer und schöner machen. Fast ein bisschen mehr Animal Crossing. Kind, wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Hast du etwa herausgefunden? Hast du etwas herausgefunden? Die Spirale symbolisiert die Winde Maras. Die ersten Seeleute nutzten sie als Navigationshilfe. Sie folgten der Spirale der Winde, um den Ort der heiligen Quelle des Mana zu erreichen. Aber etwas ist seltsam. Ich habe die Stationen der Elites auf der Karte eingezeichnet und sie scheinen durch die Spirale verbunden zu sein. Und auch die uralten Tempel, in denen sich die schwebenden Quellen befinden. Schau mal, wenn wir sie auf der Karte einzeichnen. Und dann noch diese Insel und Dunas, der große Querbau im Osten und die verbotene Felsklippe, Piraten im Westen. Was willst du mit all dem sagen? Schau, das gesamte Meer formt eine Spirale. Alles ist miteinander verbunden. Im ewigen Kreis. Aber in der Mitte ist nichts. Um ehrlich zu sein, Schiffe haben diesen Ort schon immer gemieden. Meine Insel ist dort. Du wirst dorthin fahren müssen, um zu sehen, was sich im Mittelpunkt befindet. Ist ja nicht. Ist ja geil. Das heißt, das Tor dort, also diese, wo die Kristalle hineingehören, das ist der Mittelpunkt des Ozeans. Das ist ja nochmal eine geile Sache. Unsere Insel ist der Mittelpunkt des Ozeans und das steht wahrscheinlich nochmal ganz genau mittig. Großartig. Was auch immer die Elite suchen, es muss dort sein. Vielleicht ist es eine unterirdische Quelle des Mana oder etwas in der Art. Mach ich sofort. Aber nicht rennen. Nicht am Beckenrand rennen, sonst rutscht du noch raus. Was? Es gibt ja keine eine, stimmt's? Koa. Die Elites scheinen was auszuhacken. Also wenn, ich hoffe, dass die Elites davon nichts wissen. Dass die Elites von meiner Insel nichts wissen. Wenn die Elites von der Insel wissen, dann ist schon eine gefragt. Das ist ja schon mal, das ist, also wird man mal schnell wieder hinkommen. Also mal schauen, dass wir hinkommen. Machen wir mal schnell mit daheim mit der Schnellreise. Wieso nicht? Ach, Schande. Ein Elite auf meiner Insel. Ich hab's gewusst. Gut, dass wir die Schnellreise genommen haben. Das hier ist also deine Insel. Du! Ich wusste, wir würden uns wiedersehen. Wir sind an dieser Insel wirklich sehr interessiert, Kind. Es gibt hier etwas. Ich kann es fast spüren. Unsere Messungen waren korrekt.
Hinneborn ist auf dieser Insel, das ist nicht mal für, es ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Verschwinde, es gibt hier nichts, was dich interessieren könnte. Oh, ich bin mir sicher, dass das nicht stimmt. Wir werden uns schon sehr bald wiedersehen, Kind. Und du wirst es bitter bereuen. Denk nicht einmal daran, wieder herzukommen. Der Baron wird dich zermalmen, wenn er hier ist. Wir werden alles niederreißen. Das ist meine Insel. Noch. Na, Popo, jetzt mache ich mir Sorgen. Na, Popo macht sich auch Sorgen. Jaja. Wenn die Insel in Gefahr ist, würden die Wächter das Tor öffnen. Aber dafür brauche ich die anderen beiden Kristalle. Saemi und Duna. Frage Saemi nach dem Kristall für das Tor. Natürlich. Ich meine, ja, das ist... Eben habe ich das Spiel noch gelohnt, weil man sich entscheiden kann, wo man hingehen will und wie man das machen will, ob man seine Insel verschönern will oder ob man nur die Story abgrasen will. Ja, und das ist die Kehrseite der Medaille, so ein bisschen das Negative. Davon ist so ein bisschen, ja, du wirst halt viel zu sehr, wirklich ist vielleicht nur meine Sicht davon, gerade ist das, also wenn, ich glaube, wenn du den Weg gehst, dass du alle Nebenquests machst und wirklich deine Insel wirklich schöner machen willst und da wirklich auf deiner Insel leben willst, deine Insel wirklich den langsamen Weg nimmst, fällt das gar nicht so schwer auf. Ist das gar nicht so schlimm, dann fällt das nicht so sehr zur Last. Aber wenn du so den Weg nimmst, ich will jetzt mit der Story weiterkommen, will jetzt die Hauptquests weitermachen, die Nebenquests liegen lassen. Dann fällt das schon zu Gewicht. Dann hast du halt da wirklich. Ist sowas Unnötiges wie hier gerade zum Beispiel. Wir haben es schon öfters erlebt in diesem Abenteuer. Dass du halt gerade noch bei Saemi warst und von Saemi auf deine Heimatinsel geschickt wurdest. Auf deine Heimatinsel einen kurzen Dialog mit dem Fink dort redest. Und dann droht wieder zurück nach zu sein, wie musst. Also direkt, das hätte man doch irgendwie eleganter machen müssen. Das hätte man irgendwie meinetwegen noch zwei Dialoge dazwischen packen müssen. Das da halt nicht direkt wieder zurück zu sein, da kommt man sich doch verarscht vor. Also wirklich. Also dass ich vielleicht noch vorher zu Alkai muss und dann nochmal, dass ich jetzt vielleicht noch auf zwei andere Inseln reisen muss. Da sind so viele. Wenn wir hier auf die Map gucken, hier, wir haben so viele Inseln hier. Wir haben hier ganz, ganz viele unbewohnte. Da ist nichts auf den ganzen Inseln. Könnte man die ganzen Quests mal ein bisschen verteilen, könnte man sagen, ja, jetzt wurdest du von Saemi wieder auf deine Heimatinsel geschickt. Jetzt geh mal auf die Perleninsel und frag dort den Typen, der dort wohnt, danach. Und jetzt kannst du wieder zur Düsterinsel reisen. Da wohnt düsterer Geselle. Und danach kannst du dann wieder zu Saemi zurück und Saemi schickt dich dann dorthin und dort, das wäre dann halt, so kommst du dir nicht so verarscht vor, weil hier auch alles auf Quedis ist. Es ist wirklich fast alles auf Quedis. Und du wirst halt rumgescheucht. kommst dir halt wirklich verarscht vor als Spieler. Grüße an die Entwickler, sollten die das eines Tages mal sehen. Ist so ein kleines Fazit schon hier in diesem Part, in dieser Aufnahme. Kann ich dann nochmal in den Credits erwähnen, dass das nicht nochmal wiederhole, nicht nochmal wiederkäue. Habe ich mich in diesem Part schon ausgekotzt hier. Wo warst du? Du bist einfach weggerannt. Saemi, vor einiger Zeit hast du einen Brief von Hakko bekommen. Wie bitte? Saemi, bitte. Ich kann es jetzt nicht erklären, aber es ist dringend. Was stand in dem Brief? Nach all den Jahren, nach all dieser Zeit, hat Hakko mir wieder geschrieben. Wie aus dem Nichts. Was ist passiert? Deine Großmutter ist eines Tages einfach verschwunden. Sie hat die Marine verlassen und uns alle alleine zugelassen. Und damit auch mich. Danach war nichts mehr wie zuvor. Jet wurde besessen von seiner Arbeit. Donna wurde auf ein anderes Schiff versetzt. Ich bat um eine neue Position auf dem Land.
Einige Jahre später verlor die Marine ihren Nutzen und langsam Stück für Stück löste sie sich auf. Aber wir, Herkules Matrosen, wir konnten nie ganz loslassen. Wegen allem, was sie uns beigebracht hatte. Wir sollten Mara schützen, koste es, was es wolle. Und weißt du was, Qua? Als ich sie zum ersten Mal traf, war sie noch nicht so. Ich erinnere mich noch an den Tag, als wir die Aufnahmeprüfung machten. Damals war sie wie du, fröhlich, wild und unbeschwert. Es änderte sich mit der Zeit. Sie nahm eine riesige Verantwortung auf ihre Schultern. Saimi, ich brauche den Kristall. Ich kann ihn dir nicht geben, Koa. Er ist das letzte Andenken, das ich an Haku habe. Mein Plan war, dich noch ein paar Jahre zu trainieren, die Aufträge zu geben und den Inhalt des Briefes als Vorwand zu verwenden. Ich weiß, dass du Haku sehr geliebt hast. Du weißt nicht, wovon du redest, Kind. Haku hat mir das Herz gebrochen. Das werde ich nie wieder zulassen. Das hier ist aber wichtiger. Tut mir leid, Koa. Es wird nicht passieren. Donna würde ihn mir geben. Ja, aber ich bin nicht Donna. Geh und frag sie nach dem Kristall. Das ist wieder das Rumscheuchen. Und und Donna schickt uns dann zu Saimi und dann, ja, dann müssen wir wieder, die stellt sich stur und dann müssen wir wieder zu Saimi zurück und mit Saimi reden und dann redet sie, Saimi, ist ich, alte Sache. Ich wette es mit euch. Schnellfahrt zum Schwarzen Vulkan. Und was wollen wir wetten? Wir können mittlerweile schon auf Geld wetten. Auf Geldsummen. Das kann ich mit euch schon. Dass wir von ihr jetzt wieder zurückgeschickt werden. Das ist also. Das wäre jetzt nicht sofort das Ergebnis von ihr. So ist das Spiel nicht gemacht. Das war noch nie so hier. Sie würde uns jetzt nicht sofort den Kristall geben. Das ist zu. Dann glaube ich wirklich ein Wunder, wenn das passiert. Guck mal, die Elites sind in letzter Zeit sehr aktiv. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ja, sie scheinen etwas entdeckt zu haben. Aber wonach suchen sie? Ich weiß das noch nicht. Wenn du Hilfe brauchst, dann weißt du ja, was du tun musst. Darüber wollte ich mit dir reden. Du hast mal einen Brief erwähnt. Und ich glaube, möchtest du den Kristall? Genau. Ich brauche ihn. Es ist dringend. Ich denke, du bist bereit, ihn zu erhalten. Als ich den Brief bekommen habe, ich wusste erst nicht, was ich davon halten sollte. Hatte Haku wirklich noch Vertrauen in mich? Vielleicht war sie die Einzige, die das noch hatte. Natürlich hat sie dir vertraut. Als ich den Brief las, bekam ich es mit der Angst zu tun. Und als du hier angekommen bist, hat sich diese Angst noch verstärkt. Ich hatte Angst, dass du mich verurteilen würdest. Dass du sehen würdest, wie unfähig ich bin. Ich hab gesehen, wie unfähig du bist und ich hab dich verurteilt. Erinnert euch an den Part, wo wir sie das erste Mal getroffen haben. So ein Unsinn. Du bist so toll. Danke, Koa. Aber ich habe den Kristall leider nicht. Natürlich hat sie den Kristall nicht. Hab ich's. Schade, dass wir nicht gewettet haben. Hättet ihr mir jetzt alle mal was überweisen müssen. Was meinst du damit? Ich habe ihn ins Meer geworfen, kurz nachdem ich ihn erhalten habe. Verzeih mir. Es war an einem Ort im Norden. Natürlich. Im Norden. Ungefähr in der Nähe von Pedis wahrscheinlich, oder? Ich kann ihn auf deine Karte einsichten, dann kannst du ihn nach ihm suchen. In diesem Ort ist ein Schiff gesunken. Warum hast du das getan? Weil ich genau dort den Unfall verursacht habe. Meine letzte Mission für die Marine. Marineposten wahrscheinlich, oder was? Es gab eine riesige Explosion und das Schiff ist gesunken. Erinnert euch ans Prä-Intro. Was die erste Szene in Samanmara. Wo Koa auf dem Meer trieb und so weiter. Das Schiff ist gesunken. Unter den Piraten gab es keine Überlebenden. Und vor einigen Jahren kam dann Hakus Brief an, lange nachdem ich schon außer Dienst war. Es schien wie eine Belohnung, eine, die ich nicht verdient hatte. Aber
Ich dachte, du würdest nie kommen. Ich habe mich von meinen Gefühlen übermannen lassen. Denkst du, dass ich den Kristall wiederfinden kann? Du wirst tief tauchen müssen, aber ich glaube es ja. Vielen Dank. Ich werde nach ihm suchen. Ich hoffe, du findest ihn. Donna, warum hast du mir nicht das schon früher erzählt? Deine Jugendlichkeit hat mir Angst gemacht, Cor. Gute Ausrede. Es tut mir leid, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Suche nach dem Kristall, den Donna ins Meer geworfen hat, bevor die Enids den finden. So, müssen wir mal kurz zu den Quests hin. Schauen wir mal, wo der ist. Nahe von Quilis trifft es so ziemlich. Das ist Global Steeps, da müssen wir hin. Wir brauchen aber erstmal. Ne, eine Tauchbolle haben wir noch. Ich glaube, wir haben noch eine dabei. Das dürfte klappen. Hier drüben haben wir aber. Was? Irgendwas mit Spaß, hat sie gesagt. Die Charakter, die muss ich an der Stelle auch mal loben. Also, wo wir eh schon beim Fazit sind gerade. Die Charaktere hier in Samanmara. Feinste Sahne. Das ist hier wirklich wundervoll. Das ist wirklich allerfeinstes. Wirklich lobenswert. Ach, was macht ein Kollegin hier? Regatta, du bist ja auch hier. Hallo, Kleine. Du hast Eriti endlich besiegt. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein faires Rennen war. Ich bin mir sicher, dass es das war. Bist du dabei aufzubrechen? Im Gegenteil, ich wollte dort drüben tauchen gehen. Oh, könntest du mir dann einen Gefallen tun? Kannst du mir bitte etwas aus dem Wasser holen? Ich bin in Eile. Na komm, Kleine, es ist wirklich keine große Sache. Was ist es denn? Vor einigen Jahren sank ich ein Piratenschiff. Es gab eine riesige Explosion. Und ich habe deinen Kristall verloren. Das erzählen die Leute zumindest. Die Sache ist, das Schiff hat eine interessante Ladung an Bord. Marine begann sich langsam aufzulösen, wodurch die Piraten freie Hand hatten. Du willst jetzt einen Teil der Beute? Nur einen Ring. Ach so, den Ring. Einen Ring. Einen Ring. Sie zu knechten. Ins Dunkel zu treiben. Und ewig zu münden. Kommandant Lars spielt 8-Bit. Hure des. Ein Ring mit einem Edelstein in Form einer Muschel. Er ist äußerst wertvoll. Verstanden. Ein Ring mit einer Muschel. Okay, wenn wir eh schon mal tauchen gehen, können wir es auch gleich mitmachen. Warum nicht? Öffnen die Schatztruhen. Und zur Rettungsboje zurück. Okay, hier haben wir den Ring. Hier haben wir Eisen. Und da wird dann wohl der Kristall sein oder was. Das ist das versunkene Boot. Okay. Ich konnte es so verschwommen nicht sehen, aber ich schätze mal, jetzt haben wir ja das. Und habe ich noch was übersehen. Was offensichtlich ist. Ich tauche hier mal noch. Aber nee. Das wird alles gewesen sein. So, dann mal auftauchen hier. Würde ich sagen. Haben wir beides gefunden. Wonach wir suchen sollten. Sehr gut. Dann überbringen wir erstmal den Ring. Ring überbringen? Nicht. Ich habe ihn. Ich danke dir sehr. Mit dem Geld, den sie hierfür zahlen, wird Aquila seine Schulden abbezahlen können. Das tust du wirklich. Du tust wirklich viel für Aquila. Findest du? Ich arbeite eigentlich nur als Boten für ihn. So fühle ich mich auch ein bisschen. Warum sucht er nicht selber nach diesen Sachen? Naja, er ist einfach ein wenig eigentümlich. Das stimmt. Er verlässt selten sein Haus. Und kann andere Leute nicht ausstehen. Es kommt mir bekannt vor. Und mir macht es nichts aus, ihm zu helfen. Als ich jünger war, war er für mich der interessanteste Mann der Welt.
Eigentlich gesagt, ehrlich gesagt, finde ich das immer noch. Aber er braucht wirklich dringend Freunde. Ihr seid die einzigen freundlichen Edits hier. Das ist schön. Es ist ein schönes Kompliment. Danke dir, Kleiner. Muschelring. Bring den Kristall zu Donner. Das mach ich doch das. Warum behalte ich den nicht selbst? Ich meine, wir werden den dann sowieso behalten, aber ja. Es braucht es wohl, bevor wir ihn einsetzen können. So, Donna, hier bist du. Ich habe den Kristall, aber er steckt in einem Stück Fels fest. Kannst du ihn herauslösen? Nein, nein, ich will meine Werkzeuge nie wieder in die Hand nehmen. Bring ihn zu Akai. Dafür habe ich keine Zeit, Donna. Kind, hast du die Trümmer nicht gesehen? Ich kann die Explosion immer noch hören. Manchmal, wenn es still ist, bilde ich mir ein, sie mitten auf dem See zu, auf der See zu hören. Ich kann lauter schreien als die Explosion. Bitte, Donna, gib ihn nicht auf. Ich habe schon von langer Zeit aufgegeben. Schon gut, schon gut. Dann tu es nicht für dich. Tu es für mich. Hilf mir. Nimm dein Werkzeug wieder in die Hand, diesmal für etwas Gutes. Für die Rettung Maras. Das, ich denke, das kann ich tun. Danke, Donna. Was wirst du wegen Saimi unternehmen? Ich weiß es nicht. Was ich immer mache. Pflanzen, ernten, kochen. Irgendwas wird schon funktionieren. Nimm den Kristall, Kura. Bis bald, Donna. Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Kapitänin. Das ist ein neues Rezept. Goldene Axt. Das interessiert mich. Kehre zu Saimi zurück und bringe Hakus Blume, um sie zu überzeugen. Nichts leichter als das. Komm mit. Ich hole meine Anspielungen. So. Auf geht's. Eine kleine Schnellreise zu meiner Heimatinsel und dann geht mit der Blume weiter. Voran. Jo. Und weiter. Hier noch ein paar Brombeeren einsammeln. Schlafen wir jetzt auch nicht schlecht. Schlafen können wir mit tot sein. Das ist. Ausruhen können wir uns, wenn wir das Abenteuer abgeschlossen haben. Es muss hier vorangehen. Muss geschafft werden hier. Wo ist die Blume? Ich hoffe, es ist die richtige Blume. Gut. Wir haben ziemlich viele Melonen. Sehr gut. Können wir jetzt mal eine schnelle Reise machen? Gleich mal von hier aus. Sehr schön. Ab zu Kollegen hier. Ab zu Saimi. Im Boot schlafen. Das müssen wir gerade mal tun. So spät nachts, wie es ist. So, top. Na gut, müssen wir noch ein bisschen schwimmen. Ein kleiner Schwimmunterricht. Er folgt uns mit seinem Blick. Ja. Noch ein bisschen Recycling. Haben wir noch was dabei? Ja, wir haben noch genug dabei. Okay. Recycling ist wichtig. Die Umwelt nicht zu verschmutzen. Ein paar mit Wassermelonen essen. Schlürf. Eigenschaft freigeschaltet. Cleaning Mara. Sehr gut. Bin ich auch noch waschechter Umweltschützer hier. In Mara. Auch noch eine Steam-Eigenschaft bekommen. Es ist ja super. So. Das wurde auch noch nicht gefixt. Und kein Update, dass wir hier die Wand einfach hochrennen können. Sehr einfach. Enorm gut springen können.
sie einfach unnormal steile Wände hoch können. Also nutze ich es. Wenn ihr es nicht fixt, liebe Entwickler, dann nutze ich es weiter. Oh. Warum bist du hier? Bitte. Ich eine Blume dabei. Ich kaufe eine Tüte Deutsch. Herr Gussblume, weißt du, das ist schön, aber es wird mich nicht umstimmen. Oh. Bitte sei mir, ich brauche den Kristall. Es ist der einzige, der noch fehlt. Es tut mir leid. Ich brauche ihn mehr. Er ist alles, was ich von Haku noch habe. Ich verstehe euch beiden nicht. Wenn du älter bist, wirst du es verstehen. Schnauze. Einfach Schnauze. Hier sitze. Du bist doch zu klein dafür, dass du wieder älter bist. Werd erstmal erwachsen. Ich werde nie erwachsen. Ganz richtig.